Judith, du hast ganz unterschiedliche Videos zu den, zu den Songs. Das lohnt sich, da mal zu stöbern. Da ist auch so diese Experimentierfreude und dieses einfach, das könnte doch noch cool sein, sieht man da sehr raus. Wie sehr warst du da involviert? Hast du das übergeben an eine Künstlerin, der du sehr vertraut hast? Oder hast du mit ihr zusammen das geschrieben? Oder wie lief das? Ganz unterschiedlich. Also ich möchte tatsächlich... Ich wollte ursprünglich zu jedem Albumsong ein Video machen. Das Geld ist jetzt schon alle. Aber ich hoffe, dass noch ein paar kommen. Es ist ganz unterschiedlich. Das Video zu nichts nutzt, dieses komplett gezeichnete, das habe ich meiner Freundin Nina Braun, die Künstlerin ist, komplett übergeben. Da habe ich gesagt, mach. Also ich wusste, dass sie so eine Lichttisch-Animation machen würde. Aber ich habe gesagt, mach, was du willst, weil ich wusste, ich finde es sowieso toll. Also Lichttisch heißt, dass man immer so den nächsten so durchsieht, genau. Und dann über so. Ja, es ist echt so schön geworden. Man sieht so richtig die Technik dahinter auch. Es ist genau. ganz roh. Es ist super. Das wollte ich auch, genau. Und das Video zu Ein leichtes Schwert, wo ich mit diesem Umhängepferd durch Berlin reite. Das war komplett meine Idee und das wollte ich genauso machen. Und das Pferd ist aber auch von Nina. Aha. Die macht eigentlich so Textilkunst, ganz, ganz wunderschöne Sachen und hat dieses Pferd für mich gemacht. Ein sehr schweres Pferd übrigens, also ein leichtes Schwert, ein schweres Pferd. Und da habe ich mit dem Kameramann Ole Rennecke zusammen sozusagen Regie gemacht. Aha. Das Video zu Liebe Teil 2 war so richtig mit Regisseur. Das hat Dietrich Brüggemann gemacht, der ganz schöne Spielfilme eigentlich macht. Mit den Engelchen, die mich grün und blau werfen. Das war so der einzige richtige Videodreh, so mit ganz vielen Leuten und so, aber auch sehr entspannt. Und dann habe ich noch 3 Videos gemacht an einem Tag. An einem Tag gedreht mit James Slater, mit einem verrückten Londoner. Dessen Videos hatte ich immer rumgeschickt als Referenz für, man muss doch für wenig Geld ganz wahnsinnig geile Videos drehen können. Animationsvideos, Greenscreen. Mhm. Und dann haben alle gesagt, ja, das sieht total billig aus, aber das ist total teuer. Und dann habe ich die Idee quasi mir ausreden lassen. Und irgendwann kam es zu dem Punkt, wo es hieß, wir brauchen ganz dringend ein Video für Danke, ich habe schon. Aha. Und dann habe ich gesagt, dann fragen wir den jetzt. Und es hat 1A, ich sage nicht wie viel, aber es hat genau so viel gekostet, wie ich dachte, dass es kosten würde. Auf den Euro. Und es sieht billig aus und war günstig. Aber es stimmt tatsächlich, dass wenn man bereit ist, also ich wollte das trashig, ich wollte, dass es genauso ist wie die Musik, dass es eben Spaß am Machen so transportiert. Und den hatten wir. Dann haben wir 3 Videos gemacht. Da haben wir Danke, ich habe schon gemacht, Milf gemacht und Pechmarie. An einem Tag. Bei Pechmarie kann es sein, dass man mir ansieht, dass ich schon ein bisschen Esprit verloren habe. Da müssen wir jetzt mal ganz genau reinschauen.